Gespräch kommen. Und ich verweise da auf eine Stellungnahme der BDA, auch in Richtung des Koalitionspartners, die beispielsweise die Frage stellt, ob es denn wirklich sinnvoll ist, Ausbildungsbetrieben die Meldepflicht zu geben, unter der Androhung sehr hoher Bußgelder, wenn ein Azubi eine Ausbildung abbricht. Sie sprechen davon, dass das das pädagogisch-kollegiale Verhältnis belasten würde und Betriebe abschrecken würde. Und ich muss an der Stelle sagen, die BDA hat vollkommen recht. Lassen Sie uns darüber sprechen. Lassen Sie uns aus einem wegweisenden Gesetz ein noch wegweisenderes Gesetz machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort erhält der Kollege Volker Beck für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ein Integrationsgesetz wäre fürwahr nötig. Aber das, was hier auf dem Tisch des Hauses liegt, verdient diesen Namen nicht wirklich. Das ist im besten Fall Stückwerk, in vielen Elementen kontraproduktiv, in manchen Punkten schlicht sachfremd. Und deshalb würde ich Ihnen raten, hier in den Ausschussberatungen noch mal sehr, sehr gründlich nachzudenken. Viele Themenfelder und Probleme werden überhaupt nicht angegangen. Was ist mit den Flüchtlingen, die hierher kommen, wegen der Flucht, wegen dem Bürgerkrieg, über Jahre keine Schule gesehen haben, aus der Schulpflicht herausgefallen sind? Wie bringen wir die Leute dahin, dass sie ausbildungsfähig sind? Weil die Handwerksbetriebe in Deutschland sind durchaus bereit, solche Menschen aufzunehmen. Aber sie brauchen das Grundwissen, das diese Menschen nicht mitbringen. Auf solche Fragen, Frau Nahles, gibt Ihr Entwurf leider überhaupt keine Antwort. Ganz merkwürdig ist meines Erachtens eine Regelung, die über Nacht vor dem Kabinettsbeschluss in den Gesetzentwurf unter Umgehung der Beratung mit dem Bundesrat und der Verbändeanhörung aufgenommen wurde. Und die macht mich hellhörig. Ist dieser neue Paragraph 29 Asylgesetz der Versuch, den Türkei-Deal hier in dieses Integrationsgesetz einzuführen? Und zwar mit dem Effekt, dass in Zukunft Menschen nicht mehr einen Anspruch in Deutschland auf rechtliche Prüfung ihres Verfolgungsstatus haben. Sie haben hier reingeschrieben, dass Länder außerhalb der Europäischen Union, die wir für sicher halten, dass da ein Antrag unzulässig ist. Früher war er unbeachtlich. Was die semantische Veränderung bedeutet, konnte uns im Gespräch mit dem Forum Menschenrechten zumindest Ihr Haus nicht sagen. Vielleicht wissen ja Sie, Herr Minister, was gemeint ist. Und wo ist der Paragraph 29 Absatz 2 des Asylgesetzes hin verschwunden? Wussten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht. Versehen, Vorsatz, unbeachtlich, unzulässig, wir wissen es nicht. Darin steht nämlich, dass wenn ein Flüchtling aus einem solchen sogenannten sicheren Drittstaat bei uns ist und nach 3 Monaten immer noch nicht zurückgebracht werden konnte in diesen sicheren Drittstaat, dass in Deutschland das Verfahren über die Anerkennung als Flüchtling wieder aufgenommen werden muss. Diese Regelung finde ich in Ihrem Regelungsvorschlag nicht mehr. Sie steht im geltenden Recht. Das ist eine massive Verkürzung des Rechtes von Flüchtlingen auf Anerkennung und Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Zweiter Punkt, Wohnsitzauflage. Wir sind Kollege alle gegen. Beck, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es nicht mehr. Zwei Sekunden, ja, da Sie zum zweiten Punkt ansetzen, wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass es natürliche Grenzen für den weiteren Vortrag gibt. Ja? Okay. Diese natürlichen Grenzen akzeptiere ich. Zwei Sätze. Wir sind alle gegen Ghettoisierung, aber mit diesem administrativen Monster werden wir das nicht hinkriegen. Ich finde, die Heute-Show hat es in einem Satz wunderbar zusammengefasst. Für mehr reicht es jetzt von der Redezeit nicht mehr. Das neue Integrationsgesetz mit seiner Wohnsitzauflage will, Flüchtlinge sollen eine Sprache lernen,
für die es keine Kurse gibt, in Regionen leben, in denen keiner Deutsch spricht und Jobs finden, die es dort nicht gibt. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen angebotsorientiert arbeiten. Wir dürfen nicht mit administrativen Monstern versuchen, die Integrationspolitik zu vergiften. Vielen Dank. Es scheint Sie ja getroffen zu haben, wenn ich eine so lebhafte Reaktion auf meine Rede erreicht habe. Dann ist ja alles gut. Karl Schieverling erhält nun das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine